Was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Video und heute gibt es den wahrscheinlich besten Stürmer momentan auf der Welt, wenn man jetzt nicht unbedingt Messi als Stürmer zählt, ist Cristiano Ronaldo die neue Version als Stürmer natürlich. Momentan muss man ganz ehrlich sagen, auf der Welt einer der besten Spieler, eigentlich sogar der beste Stürmer. Wie gesagt, Messi ist ja eher so auf der rechten Seite, auf dem rechten Flügel unterwegs, weil Suarez ja mal vorne im Sturm ist. Deswegen ist es Cristiano Ronaldo, um den werden wir jetzt gleich ein Team bauen. Wir werden das Ganze so machen, es gibt momentan diese Special Packs, 25k Packs, 7 Stück gibt es davon, die werden wir gleich alle ziehen und dann werden wir um Cristiano Ronaldo aus diesen 7 Packs, da natürlich nur Spieler drinnen sind, werden wir dann hier dieses Team bauen. Ich bin mal gespannt, hoffentlich kommen da einige BBVA-Spieler zustande, damit wir natürlich auch hier ein gutes Team mit viel Chemie haben. Falls ihr natürlich auch noch günstige Coins braucht oder so, checkt mal gerne meinen Sponsor aus. Link ist unten in der Videobeschreibung, kriegt ihr richtig günstig und natürlich noch richtig schnell eure Münzen, falls ihr noch ein paar Packs öffnen wollt. Lange gibt es Ronaldo als Stürmer ja nicht mehr in den Packs. Ich glaube, der ist nur noch, keine Ahnung, 2-3 Tage erhältlich. Also, falls ihr schnell Coins braucht, gerne abchecken. Link ist in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es auch noch einen fetten Rabattcode in der Videobeschreibung. Abchecken lohnt sich auf jeden Fall. Und würde ich sagen, gehen wir in die ersten Packs. Okay, let's go. 7 Packs gibt es noch. Komm, paar gute Spieler. Vielleicht hast du irgendwie den Form aus dem neuen Team of the Week. Nein, Golan wird es. Naja, okay, das ist in Ordnung. Mal gucken. Den hier können wir schon mal gebrauchen. Ist auf jeden Fall ein Portugiese. Wir brauchen noch ein paar BBVA-Spieler. Alter. Kein einziger Liga-BBVA-Spieler. Es ist ein fucking Ernst. Und 2 Silberspieler. Und einer davon ist natürlich wieder selten. Oh mein Gott. Aber kein BBVA-Spieler. Oh Mann. Okay, zweites Pack. Ich schwör's euch. Ich glaube, ich weiß gleich eh nicht mehr, welche Spieler wir hier gezogen haben. Deswegen geht es erstmal weiter. Oh mein Gott. Non-Rare-Spieler ist hier fast der beste Spieler, Mann. Icardi ziehen wir noch. Naja, mal gucken. Hier wenigstens schon mal den ersten aus der Liga BBVA und hier direkt den zweiten. Perez. Aber 2 Non-Rare-Spieler ist natürlich nicht so perfekt. Aber okay, das sollte wenigstens schon mal ein bisschen Chemie geben. Und hier 2 von Köln. Vielleicht können wir ein bisschen Bundesliga einbauen. Okay, drittes 25k-Pack. Jetzt mal wenigstens eine seltene Karte. Come on, ey. Das dürfte doch möglich sein. Ach du Scheiße, Mann. Was ist das hier für Packs? Schon wieder der Non-Rare-Spieler, Alter. Was ist für 2 Spieler? Das sind die besten. Guckt euch mal dieses Pack an. Wie scheiße ist das denn bitte? Oh mein Gott. Und dann ist hier noch nicht mal ein aus der BBVA dabei. Doch der hier, das ist der einzigste. Aber einen Stürmer haben wir. Egal, weiter geht's. Ich gebe nicht auf. Vielleicht wird es jetzt hier in den letzten Packs noch gut Spieler geben. Ey, das kann doch nicht sein. Das dritte Non-Rare-Pack in Folge. Kron Deli ziehen wir wenigstens noch. Und den hier, da haben wir schon mal wieder den nächsten BBVA-Spieler. Ey, ich glaube, unser Team, ganz ehrlich, ah, hier ist auch nochmal ein BBVA-Spieler, besteht, glaube ich, momentan nur aus Non-Rare-Spielern und vielleicht dem ZOM hier. Sonst können wir, ganz ehrlich, wir haben fast nur Non-Rare-Spieler. Come on, 3 Packs noch, wenigstens jetzt mal 3 Packs, wo vorne wenigstens eine seltene Karte drauf ist. Geht doch, Götze ziehen wir. Ich glaube, wir können hier echt vielleicht einen kleinen Mix aus Bundesliga und BBVA einbauen. Hier haben wir den nächsten BBVA-Spieler. Aus der BBVA haben wir, glaube ich, nur Non-Rare-Spieler. Aber wir haben auf jeden Fall schon ein paar Bundesliga-Spieler. Götze haben wir, Lehmann haben wir, Risse haben wir. Das heißt, da könnten wir vielleicht wirklich eine kleine Bundesliga-Ecke bauen. Okay, die letzten 2 Packs. Wir müssen mal jetzt darauf achten, irgendwie noch einen Torwart zu ziehen. Ich habe noch gar nicht darauf geachtet, ob wir überhaupt schon einen Torwart gezogen haben. Jovetic ziehen wir hier. Mal schauen. Okay, Draxler haben wir auch noch. Das ist nicht schlecht. Klein haben wir jetzt hier noch. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Mario Gaspar Genta. Ey, wir ziehen richtig viele Bundesligaspieler. Und hier hätten wir schon mal wenigstens einen Torwart. Neto. Ich weiß echt die letzten Packs nicht, ob wir überhaupt Torhüter gezogen haben. Keine Ahnung. Aber egal. Wir haben ja jetzt einen sicher hier mit Neto. Und dann kommen wir noch zum letzten Pack. 25.000 Münzen kommen. Vielleicht nochmal irgendwie eine Inform oder so. Das wäre doch perfekt jetzt hier. Oh Mann, ey. Wir ziehen Smolonikov. Inler ziehen wir noch. Smolonikov. Kein Plan, wie der ausgesprochen wird. Ich glaube schon. Martinez ziehen wir noch. Okay, den können wir auch gebrauchen. Und Schulz, der nächste Bundesliga-Verteidiger. Naja, dann schauen wir doch mal, wie unser Team am Ende aussehen wird. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Los geht's!
Und das ist unser Team bislang. 83 Chemie, naja, es ist nicht ganz so perfekt. Aber ich habe eben gesehen, ich habe noch ein 35k-Pack. Habe ich noch hier übrig. Das ist irgendwie so ein Gratis-Pack oder so. Und das ziehen wir jetzt auch noch. Und alle Spieler, die hier drin sind, dürfen wir auch noch für das Team verwenden. Das heißt, wenn jetzt hier noch irgendwie ein guter, passender Torwart drinnen ist, würde uns das nochmal den Arsch retten. Wir ziehen Halfasson oder wie heißt, mit der Mega-Glatze. Aber wir ziehen Brooks und Adam Salai. Noch zwei richtig gute Spieler. Oder Salai, kein Plan, wie der genau ausgesprochen wird. Okay, jeden haben wir noch Brooks. Aber der tut hier nichts mehr Gutes für unser Team. Ich würde sagen, das Team ist eigentlich ganz okay. Die Verteidigung ist jetzt nicht ganz so perfekt. Aber ganz ehrlich, was soll's? Wir wollen uns ja eh vorne auf Cristiano Ronaldo fokussieren. Und es ging ja jetzt auch nicht darum, hier das perfekte 100-Chemie-Team zu bauen. Ich hoffe mal, das hat euch gefallen. Lasst mal gerne ein Like da, wenn ihr sowas öfter sehen wollt mit den Packs und daraus dann hier das Team zu bauen. Und dann würde ich sagen, starten wir ins erste Spiel mit Cristiano Ronaldo, dem wahrscheinlich besten Stürmer der Welt. Los geht's. Okay, dann schauen wir doch mal. Das ist unser erster Gegner. Okay, hat kein schlechtes Team, Mann. Ibrahimovic im Sturm. Ey, den sehe ich eigentlich voll selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Fällt mir mal gerade auf. Eigentlich hat fast keiner Ibra als Stürmer. Müsste man noch warten, ey. Den sieht man echt nicht oft. Thiago Silva und Co. Volles Ligue-A-Team hat er, glaube ich. Obwohl, auf der linken Seite hat er Pedro. Was erzähle ich hier schon wieder? Buckis Premier League, Ligue-A-Mix oder sowas. Irgendwie so am Start hat er irgendwie ein paar Spieler drin. Läuft bei ihm. Komm, komm, komm. Boah, hol dir doch den ersten Ball. Was ist das für ein Typ, Alter? Martinez läuft direkt das zweite Mal am Ball vorbei. Läuft bei ihm. Aber jetzt können wir kontern. Martinez, lauf bitte gegen David Luiz. Alter, der ist voll schnell gewesen. Habt ihr es gesehen? Der hat einfach easy abgehangen. Sarabi hat der Foster Skills. Ich glaube schon. Das hat er auf jeden Fall. Martinez, du hier und Marin Götze. Nein, habt ihr Martinez gesehen? Er bricht sich einfach sein Bein. Ey, der Ball lag 3 Meter vorm Tor, juckt ihn nicht. Er tut sich da fast weh beim scheiß Schuss. Wir spielen mal lieber auf Ronaldo hier. Das hat keinen Sinn mit Martinez. Oh Mann, Alter, was sind das hier für Anfangsminuten? Okay, komm, Sarabia, du hast mir eben schon gut gefallen mit den Four-Star-Skills. Die Flanke auch nicht schlecht, die nächste Chance. Komm, 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 Alter. Wir haben das Spiel hier ganz easy im Griff gerade. Draxler, Ronaldo, Ronaldo. Wieder ist es Rufier, Alter. Okay, das war ein dummer Fehler. Das war nicht ganz so gut von mir gemacht, muss ich hier auch dazu sagen. Aber Ronaldo juckt das nicht. Nein, 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 bitte geh rein, bitte geh rein, bitte geh doch rein. Alter, er rettet ihn doch irgendwie auf der Linie. Das kippt es doch nicht. Jawohl, komm, Sarabia gegen Maxwell. Junge, jetzt kommt auch noch David Luiz dazu. Jetzt müssen wir hier erstmal eine Runde chillen und dann... Oh, meine Fresse. Martinez hat alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Der hat mich so behindert. Boah, ihr seid doch alles Idioten, ey. Und dann spielt Ronaldo, der beste Spieler hier im Team, so einen Fehlpass. Und Martinez, der regelt das einfach wie richtige Männer. Mit der Hacke. Und jetzt können wir hier endlich mal vielleicht einen Angriff starten. Ronaldo, das war scheiße gemacht, Mann, Ronaldo. Aber egal, wir holen uns den Ball nochmal. Sarabia, Alter. Was macht ihr denn eigentlich alle? Habt ihr die Ballannahme gesehen von Sarabia? Oh Mann, ihm springt der Ball 10 Meter weg. Aber egal, wir haben hier noch kurz die Ecke vor der Halbzeit und da ist das 1:0. Alter, geht doch. Wer war's? Gentner war's? Oh Mann, ey, Sarabia, der bringt so krasse Flanken. Guckt euch mal die Flanke wieder an. Der Torwart wusste gar nicht mal, wo der Ball war. Interessiert den nicht. Kommt viel zu spät. Und dann perfekter Kopfball. 1:0. Scheiße, Ronaldo hat's verletzt. Nein, 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 Alter. Was? Er gibt keinen Elfer? Oh, hä? Ich dachte, es wäre ein Elfer gewesen. Er gibt nur Freistoß. Oh mein Gott, ey. Ich dachte, es wäre ein Elfer gewesen. Nein. Oh nein, Torwart. Nein, 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 nein. Das gibt es nicht. Es war abseits. Oh mein Gott, ey. Alter, wie knapp war das denn? Oh Mann, das war's. 1:0 gewonnen. Ey, ich schwör's euch, ich hätte so viele Tore machen können. Ich hätte euch gerne noch das eine oder andere Tor mit Ronaldo gezeigt, ne? Aber ganz ehrlich, Rufier hat alles gehalten. Und in der zweiten Halbzeit, ich hatte einmal den Ball mit Ronaldo. Egal, ey, beim Gegner war alles vorbei. Er hat nur noch gegrätscht, nur noch gefoult. Hauptsache, Ronaldo kommt nicht in Tornähe. Gegen Ende hatten wir wirklich viel Glück, ey. Da, eigentlich, ich dachte echt, er gibt Elfer und dann noch dieses Abseitstor. Alter. Egal, wir haben das Spiel gewonnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall Like da, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall über 3000 Likes freuen. Falls ihr natürlich noch günstige Coins braucht, checkt meinen Sponsor aus. Links in der Videobeschreibung kriegt ihr richtig günstig eure FIFA-Coins. Und natürlich richtig schnell. Und
Es gibt gerade noch einen fetten Rabattcode. Findet ihr unter Video. Also, abchecken lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr unterstützt natürlich mich mit einem Kauf. Ich bin da jedem von euch richtig dankbar. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Checkt die Beschreibung an. Folgt mir auch gerne bei Instagram. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut und ciao.